Nein! Nein! Guck mal, jetzt bist du ganz nass bis zum Popo. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie man sieht, mir geht's nicht so gut. Beziehungsweise, ich bin auch etwas erleichtert. Ich war gestern beim Frauenarzt. Wer den letzten Vlog gesehen hat, am Ende, da habe ich mich ein bisschen beschwert, dass es mir nicht so gut geht derzeit. Also ich habe schon Übungswehen, sprich mein Bauch wird immer die ganze Zeit hart. Ich habe wieder die Übelkeit, jetzt gerade heute Morgen. Ich bin auch ein bisschen blass um die Nase. Und ich wollte das einfach mal abklären lassen. Ich kann Entwarnung geben, es sind jetzt keine Wehen, die irgendwas auslösen könnten. Mein Arzt meinte halt, es ist nicht die erste Schwangerschaft und der Körper merkt das jetzt alles viel intensiver. Die letzte Schwangerschaft ist auch nicht so lange her, aber es ist alles gut. Das beruhigt mich natürlich. Trotzdem habe ich noch die Schmerzen. Ich werde gleich mein Magnesium nehmen und dann wird es hoffentlich besser. Wir müssen gleich hier einiges schaffen. Morgen hat Leona Geburtstag, sie wird 5 Jahre alt. Es gibt einiges zu tun. Torte backen, Spielzimmer aufräumen und was halt alles dazu gehört. Essen. Lecker. So, wir sind aufgestanden. Leona sitzt hinter der Pflanze. Meine Stimme ist weg. Sie isst gerade Cornflakes und ein paar Tomaten. Ich habe hier so einen Vollkorntoast. Pauline bekommt Weißbrot mit Frischkäse. Antipasti, diversen Käse. Mal schauen, was ich essen werde. Ich habe nicht so einen großen Hunger. Ich habe jetzt gerade geduscht, deswegen steht hier noch der Stuhl. Ich setze Pauline beim Duschen immer in den Hochstuhl und gebe ihr dann entweder die Zahnbürste, damit sie ihre Zähne putzen kann. Und natürlich muss ich noch nachputzen. Ja! Oder halt was zum Spielen, was zu trinken. Ich wollte jetzt erstmal mich schminken, meine Haare föhnen, dann geht es auch schon los. Ich muss noch die Sachen für die Torte einkaufen oder für den Kuchen. Ja, und zur Post. Geht sogar. Ich habe jetzt einen Turm gebaut. Ich benutze die Foundation von Catrice. Die ist nicht ganz so deckend. Im Alltag finde ich die echt super. Pauline krabbelt hier auch rum. Ja. Ich schminke mich immer erst und dann föhne ich die Haare. Wie macht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Jemand hatte mich auch gefragt, ob ich immer meine Haare föhne. Also eigentlich föhne ich die nur, wenn ich noch irgendwo was vorhabe und ich unterwegs sein muss. Wenn ich weiß, ich bin die nächsten Stunden zu Hause, dann dürfen meine Haare sich auch mal erholen, Luft trocknen. Aber dafür glätte ich meine Haare zum Beispiel nicht. Mein Gesicht gerade schon eingecremt. Ich überlege, wie ich die Torte mache. Ehrlich gesagt habe ich wenig Zeit. Ich werde wahrscheinlich einen fertigen Tortenboden nehmen und dann einfach eine Creme oder so zwischen machen. Fondant habe ich schon gekauft, Rollfondant in Weiß. Und dann wollte ich da vielleicht einen Regenbogen drüber machen. Ihr werdet es jetzt sehen. Ich muss heute alles alleine machen, weil der Alex von der Arbeit direkt dann auch schon zur Schule fahren muss. Aber kriegen wir hin. Ich bin ja schwanger und nicht krank. So. Oh nein. Das hätte Mama sich denken können. Nein, nein. Pauline ist in der Dusche. Das ist doch schon so nass da. Aus da. Nein. Ach, nein. Nein. Guck mal, jetzt bist du ganz nass bis zum Popo. Ich habe das voll vergessen, dass die Dusche nass ist. Oh nein. Ja. Jetzt werde ich umziehen. Kompletto. Du krabbelst Mama jetzt nicht mehr dahin, Schatz. Sonst muss ich dich in den Stuhl wieder setzen. Nein. Kleiner Frechdachs. Ich gehe heute Abend noch mit den Kindern baden, damit die beide morgen frisch sind zum Geburtstag. Naja, Pauline hat ja schon gebadet. So, ich mache mich fertig und mache es gleich. So, Haare sind geföhnt. Gerade kam eine Postbote. Leonas Piñata kam an. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da kann man Süßigkeiten reinfüllen und dann darf Leona morgen blind draufschlagen. Und die habe ich bei Amazon bestellt. Ich kann euch die gerne mal verlinken. Ich finde sie mega süß. Ist ein kleines Einhorn. Man muss hier oben drauf pressen und dann kann man das öffnen und dann kann man da halt die Süßigkeiten reinfüllen. Alex sagt, er will auch mal draufschlagen, aber ich glaube, das hält die nicht einmal aus. Aber die ist ganz süß. Dann habe ich schon rausgelegt die Schminke. Das ist diese Profi-Palette, 12 Farben. Die habe ich auch mal bei Amazon bestellt. Die ist auch schon gut benutzt. Ich möchte gerne morgen die Kinder
schminken. Deswegen liegt hier schon mal unsere Tortenplatte. Ich muss noch den Kindergartenkuchen backen. Aber ich stelle mir das alles schon mal raus, dass ich das hier parat habe. Und dann kam gerade noch ein Paket. Ich glaube, da sind die Fächer von Ikea drin. Ich mache mal auf. Die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich gerne das Spielzimmer schwarz-weiß gestalten möchte und dann ein paar bunte Details setze mit Deko. Ich bin schon gespannt, wie es aussehen wird. Dafür habe ich mir bei Amazon diese Dönerkisten bestellt. Die könnt ihr natürlich auch im Ikea kaufen. Nur ich komme derzeit nicht dahin. Jetzt habe ich, glaube ich, 1 Euro pro Kiste mehr gezahlt, habt die jetzt aber da. So heißen die. Die gibt es in verschiedene Farben. Die werde ich jetzt auch erstmal hochbringen. Denn wir gehen ins Spielzimmer, dort jetzt das Chaos beseitigen, dass da morgen gespielt werden kann. Aber ich werde euch auch morgen zum Geburtstag mitnehmen. Es kommen zwar viele Kinder, aber ich muss dann halt mir die Arbeit machen und viel zensieren. Ich hoffe, ich wecke die Pauline nicht auf. Gleich kommen Handwerker, die die Treppenstufen anbringen. Das Problem ist, ich muss so lange auf die Handwerker warten, bis sie da sind. Und erst dann kann ich alles für den Kuchen einkaufen. Und das nervt mich so ein bisschen, dass die mir keinen festen Termin geben können. So sieht das hier aus. Hier kann definitiv kein Kind spielen. Ja, das kann ich sagen. Dann machen wir uns gleich mal an die Arbeit. Das wird bestimmt eine Stunde dauern. Deswegen nutze ich die Zeit, wo Pauline schläft. Und auch hier im Babyzimmer ist noch was zu tun. Das sind die Treppenstufen, die werde ich den Handwerkern gleich zur Seite stellen. Ich bin jetzt schon außer Puste, oder? Unglaublich. Ich werde jetzt erstmal hier die Decke unterbringen. Das ist die Krabbeldecke für unser drittes Mädchen. Da haben viele nachgefragt. Die habe ich zugeschickt bekommen von Stoff mit Z. Ja, kann ich euch gerne mal verlinken. Die ist halt richtig schön dick, das ist eine Krabbeldecke. Aber das werde ich jetzt erstmal ins Bett legen. Das Bett werden wir ja eh die erste Zeit nicht benutzen, weil unser Mädchen ja bei uns im Bett schläft, im Beistellbett. Und das müsste Leonas Decke sein. Steht ihr Name drauf und dann sitzt hier solche schlafenden Augen. So süß. Die darf sie dann mit ins Zimmer hochnehmen, wenn die Treppenstufen drauf sind. Seit 3 Tagen ist sie ja nicht mal in ihrem Zimmer gewesen und man merkt es schon, sie will unbedingt malen. Die Lampe muss noch angebracht werden und hier habe ich wieder Kleiderbügel, noch die gleichen wie bei Pauline im Zimmer. Die kann ich jetzt schon mal reinhängen. Dann haben wir das auch. Das finde ich ja richtig cool an diesem Schrank, dass man 2 Hängeteile hat, 2 Stangen. Oben für Jacken und unten dann vielleicht für Kleider oder so. Jetzt muss nur noch die Kleidung reingehängt werden. Das machen wir später. Erstmal grob aufräumen, dass ich dieses Chaos hier loswerde. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel in diesem Kleidraum. Das muss auch in Leonas Zimmer. Das ist dieses My Little Pony Schloss. Dieses hier, das haben wir noch nicht mal aufgebaut. Da kamen wir gar nicht zu. Aber die Teile werde ich jetzt in ein Expeditfach räumen. Den Karton schmeiße ich weg. Überall Spielzeug. Wo sind eigentlich die ganzen Puzzlematten hin? Die waren doch in dem Korb. Alles wieder umräumen. Kriegen wir hin. Kein Stress. Es rappelt im Karton. Dum, 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 dum. Kennt ihr das Lied? Das singt Leona immer. Und ich schmeiß die Sachen weg. Wieso muss man die Sachen einzeln einpacken? Das ist so eine Umweltkiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Viele Kisten. Ich könnte mir den ganzen Tag beim Aufräumen zuschauen. Aber es macht auch irgendwie Spaß, weil ich auch den Nestbautrick schon habe. Achso, hier haben auch viele nachgefragt nach diesen Stühlen. Die setze ich euch auch gerne mal in die Infobox. Was hier drin ist. Ach, Babyzimmer. Schaut. Hier sind Babys Schätze drin. Von Paulines Geburt. Ihr Armband von der Geburt. Ihr Foto. Ihre Nabelschnur. Was? Ihre Nabelschnur. Ihr erster Schnuller, da kommen auch noch ihre ersten Schüchen rein. Ich finde solche Erinnerungsboxen toll. Leona hat auch eine. Die packe ich dann jetzt erstmal zur Seite. Und das räume ich dann ein, wenn dann Pauline wach ist. Und das hier haben wir von der Patentante von Pauline bekommen, von Linda. Und das ist total süß. Das ist ein Bäumchen-Pflanzset. Da sind, glaube ich, 2 Fichtensaatkugeln drin zum Pflanzen. Und das möchte ich unbedingt im Garten anpflanzen. 2 Stück, einen für Leona und einen für Pauline. Und wenn das dritte Kind da ist, dann wollen wir das auch noch mal gerne machen. Dann hat jedes Kind seinen eigenen Baum im Garten. Richtig schöne Idee. Ich glaube, das müsste man jetzt auch langsam anpflanzen, solange es noch nicht zu heiß ist.
Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Oh, wie schwer. Super, jetzt komme ich hier schon mal besser dran. Nachteil an Bällebecken, ihr könnt es immer jeder Minute wieder einräumen. Die Bälle liegen nämlich überall rum. Mit dem Teppich habe ich übrigens mit meinem Mama-Instinkt richtig gelegen. Den hatte ich bestellt. Da wusste ich noch nicht, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Aber ich dachte mir, in ein Jungenzimmer passt der auch. Der hat zwar rosa Bäckchen, der ist schön groß. Dann hat man morgens keine kalten Füße beim Wickeln. So, Zwischenstand. Ich kann mich langsam hier vorne schon mal bewegen. Das ist ja mal was. Ich habe hier noch diese süße Bettschlange. Die hatten wir bei Pauline schon. Die bekommt jetzt das Baby und Pauline bekommt Leonas Bettschlange. Jetzt packe ich noch eine Kiste für Leonas Zimmer. Hier kommen alle ihre Sachen rein, die ganzen CDs. Ich habe überlegt, ob man im Spielzimmer nicht auch einen CD-Player braucht, wenn die Kinder mal zusammen eine Geschichte hören möchten beim Spielen. Wobei Pauline noch wahrscheinlich zu klein dafür ist. Aber eine Idee wäre es. Nicht, dass euch jetzt hier schwindelig wird. Jetzt räume ich gerade den Einkaufsladen ein. Ich sehe nur zu, dass ich die ganzen Lebensmittel einfach irgendwie in die Kisten verstaue. Das ist schon so alt. Ich glaube, das hat Leona zum ersten Geburtstag bekommen. Dort zum zweiten. Sie liebt dieses Feuerwehrauto. Und natürlich Elsa. Ne? Die findet Pauline auch schon ganz toll. Und Pferde gehen immer. Das lassen wir auch hier geschafft. Jetzt haben die Kinder hier auch morgen Platz zum Spielen. Den Stuhl werde ich, glaube ich, erstmal da stehen lassen. Ich habe übrigens schwarzen Stoff bestellt. Meine Freundin Natalia, die näht mir hier die Dinger um. Mit schwarzem Stoff, weil ich finde das einfach ein bisschen zu bunt. Das wird ganz interessant. Ich bin gespannt, wie wir es am Ende gestalten. Der kann auch jetzt schon wieder in die Ecke gefahren werden zum Einkaufen. Irgendwie haben wir doch noch zu wenig Platz. Hier ist alles voll. Die Puzzlematte würde ich gerne hier unten lassen, weil damit können auch die Kleinsten schon spielen. Genauso wie den Arztkoffer. Den stelle ich erstmal hier unten hin. Und das ist eine Wäschetruhe von Ikea. Die werde ich in den Keller bringen, damit wir unsere Wäsche unten sortieren können. Passt die wohl da hinten in die Ecke? So, ich habe jetzt hier nur noch eine Kiste, die ich aussortieren muss. Schaut so aus. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Babyzeug. Yay. Hier sind auch noch Hosen von Pauline. Habt ihr eigentlich Bock auf ein Kleiderschrank-Video vor den Kindern, wenn alles fertig eingerichtet ist? Hätte ich da mega Bock drauf. Und ich muss mir noch definitiv welche von diesen Kisten bestellen für das Babyzimmer. Ich komme immer voll oft durcheinander mit Paulines Zimmer und Babyzimmer. Wenn ich sage für unser Babyzimmer, dann fürs dritte Kind und sonst sage ich Paulines Zimmer. Ich hatte so ein Testpaket zugeschickt bekommen von Mom. Und hier sind Flaschen 2 Monate plus, 4 Monate plus. Und das werde ich jetzt alles einfach schon ins Babyzimmer räumen. Und wenn ich es brauche, nehme ich es mir raus. Genauso wie solche kleinen Schnuller. 0 bis 6 Monate. Voll süß mit Wölkchen. Ist ja voll mein Geschmack. Finde ich auch voll cool. Das ist so eine Aufbewahrung, ne? Ich suche übrigens noch eine Aufbewahrungsbox, so eine kleine für Schnuller. Ich habe das Problem, nachts wird Pauline ab und zu mal wach, weil sie ihren Schnuller runterwirft. Und dann habe ich mir gedacht, ich lege einfach eine kleine Kiste mit Schnullern oben auf dem Wickeltisch oder irgendwo eine Schublade, dass ich das einfach wiederfinde. Habt ihr da vielleicht irgendeine Empfehlung, was man da nehmen kann? Nein. Fertig, geschafft. Ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht, um das Chaos hier zu beseitigen. Ich zeige euch einmal kurz, wie es jetzt derzeit hier aussieht. Also Pauline schläft noch, deswegen kann ich das noch nicht rübertragen. Das sind alles ihre Sachen, die kommen gleich rüber. Hier ist die Spielküche, die Maltafel, dann noch die Regale, die ich nachher austauschen möchte. Die Truhe, das Auto muss repariert werden, da fehlt das Lenkrad. Das kann der Alex auch erstmal in den Keller stellen. Und auch das Babyzimmer ist ein bisschen mehr eingerichtet. Die ganzen Kisten kommen nach oben zu Leona. Und hier ist das ganze Babyzubehör. Habe ich erstmal hingestellt. Das muss hier noch alles ein bisschen warten. Erstmal der Rest. Aber wir haben ja noch Zeit. Ich bin erst in der 21. Schwangerschaftswoche. Das klappt schon. Genau. Und der Flur ist jetzt halt vollgestellt. Ich werde jetzt hier nach und nach alles mit runternehmen. Auch die Kisten, die ich tragen kann. Der Teppich wird noch verschenkt auf eBay. Die Handwerker brauchen ja auch gleich hier Platz, ne? Jetzt heißt es nur nicht hier die Treppe runterfallen. Ist mir nämlich vor 2 Wochen passiert mit Pauline auf dem Arm. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Aus Reflex habe ich mich so an sie geklammert,
dass ihr nichts passiert ist. Ich habe dafür einen richtig dicken blauen Oberschenkel gehabt. Dem Baby ging es aber Gott sei Dank gut. Das muss man auch sofort nach dem Sturz abklären lassen. Es kann nämlich sein, dass sich der Mutterkuchen löst durch den Sturz, aber es war alles gut. Ich glaube, der Schock war größer als alles andere. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich pfeife schon wieder aus allen Löchern. So, Pauline ist jetzt aufgewacht. Leona ist gerade hochgelaufen, hat die Jalousien hochgemacht. Ich habe in der Zeit schon mal das Video etwas vorbereitet und geschnitten. Dann nehme ich mir ein bisschen Arbeit ab. Jetzt gehen wir mal hoch. Gerade kam auch die Post. Der neue Teppich für das Spielzimmer. Der graue Sternteppich, der jetzt oben liegt, der kommt dann zu Leona hoch. Das ist so ein schwarzer Teppich mit weißen Zacken. Ist da ein Bild drauf? Nee. Aber ich lasse den erstmal eingepackt, weil morgen sollen die erstmal noch da auf dem alten Teppich spielen. Und ich habe gleich noch ein H&M-Roll für euch. Das mache ich jetzt auch noch schnell. Da habe ich euch auf Instagram gefragt, das wolltet ihr gerne sehen. Hallo mein Schatz. Die steht hier schon. Na? Hi. Betel, ne? Hm? Dann kann ich jetzt auch das hier weiter einräumen. Bällebad drüber und so. Das machen wir. Ich muss mir die Tür zumachen. Du bleibst ja so lange drin. Ja. Guck mal, mein Schatz. Leona ist schon fast zu groß dafür. Pauline braucht noch keinen Tisch. Da wird sie sich, glaube ich, mehr dran wehtun. Sobald sie malen kann, werde ich den Tisch hier wieder reinstellen. Die Frage ist natürlich jetzt, wohin mit dem Tisch? Die werde ich ins Babyzimmer bringen. Perfektes Stilllicht. Oder wenn man nachts wickeln muss. Die macht auch Musik. Boah, ich wundere mich, warum das hier so kalt ist. Ich habe das Fenster hier aufgelassen. Ja, mein Schatz. Ich habe überlegt, den Tisch hinters Bett zu stellen. Ach, hier passt perfekt das Bett in die Ecke. Hm, oder auch nicht. Irgendwie sieht das blöd aus, dass ich dieses Kabel vom Babyfon da hochlaufen habe. So, der Tisch hat jetzt erstmal da Platz gefunden und das Bild von Paulines Geburt. Die Flaschen stehen da. Ich denke, das ist ganz cool als Ablageflächen. Nein, Pauline, die muss man mal erst runterbringen. Und dann kann ich da auch meine ganzen Schnuller hinstellen. Okay, das Bild steht da doch nicht so gut. Nein, 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 nein. Ich werde das jetzt erstmal so stehen lassen. Das nimmt ja keinen Platz weg. Das Babyfon steht jetzt da in der Ecke. Jetzt werde ich sie zwar nicht mit der Kamera sehen können, aber das ist jetzt nicht wichtig für uns. Dann habe ich hier so eine kleine Ecke. Und ich habe mir gedacht, entweder hier kommt eine schöne Stehlampe hin, die mir aber wahrscheinlich Pauline öfters umschmeißen wird. Deswegen, wie wäre es hier mit einem Tipi-Zelt und dem Bällebecken? Oder wenn man von unten so einen Himmel runterfallen lässt. Bestimmt auch richtig schön. Ich habe auch noch für die Decke solche Heißluftballons. Hier wird auf jeden Fall dann so eine Spielkuschelecke entstehen. Mal schauen. Da ist Wäsche, die ich noch einräumen muss. Das muss aufgehangen werden. Das mache ich jetzt noch schnell. Du hast viel zu viele Hosen. So viele Hosen braucht kein Baby. So, fertig. Geschafft. Ich habe jetzt hier noch so eine IKEA-Box und da erstmal die Schnuller reingetan. Mal schauen, ob ich da noch was Schöneres finde die Tage. Die Pauline spielt schon mit ihrer Bettschlange. Hm, damit du mir nicht immer alles runterwirst. Weil meistens fallen die Schnuller dann da in die Ritze und dann kann Mama das ganze Bett wieder nachts vorschieben. Oh Gott, kann man mich so sehen? Ey, das ist sogar voll gut hier vom Licht. Ich bin begeistert. Ich wollte euch jetzt den kleinen H&M-Haul zeigen von Baby Pauline in der Größe 86. Einiges ist dafür auch schon für den Sommer. Zum Beispiel dieser süße Badeanzug. Leute, ist der nicht niedlich? Wir fahren ja jetzt im Juni 5 Tage nach Holland und im Juli nochmal nach Italien für eine Woche. Aber da werde ich euch natürlich auch mitnehmen in den Urlaub. Wir freuen uns so mega auf den Strand, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall, wenn man einen Strand hat und ein Meer, braucht man natürlich ein Bikini. Wahrscheinlich werden wir die Pauline eh öfters einfach in Stoffwindeln rumlaufen lassen. Gerade wenn der ganze Sand dann so im Badeanzug ist. Aber ich habe es auch halt gerne ein bisschen bedeckter. Dann habe ich einen dickeren Pulli mitgenommen, weil es jetzt derzeit noch sehr kalt ist, womit ich nicht gerechnet hätte. Das ist so ein ganz flauschiger mit einer Katze drauf. Fand ich ganz süß, so zum Überwerfen. Dann habe ich ein Sommerkleid hier mitgenommen. Mit Erdbeeren drauf und ich kann mich daran erinnern, dass Leona so ein ähnliches auch schon als Baby hatte. Und deswegen musste das mit und das hat knapp 5 Euro gekostet.
Dann eine rosa Leggings zum Unterziehen. Ich habe irgendwie kaum Basic-Sachen. Ich habe meistens immer bunte Muster. Deswegen dachte ich mir auch was Schlichtes. Drei Bodies. Das sind Kurzarm-Bodies für den Sommer. Wenn es richtig warm ist, legen wir die Kinder eh nur mit Unterwäsche ins Bett. Dann habe ich bestellt dieses 6er-Pack Kurzarm-Bodies, oder? Nee, das sind noch Langarm-Bodies, genau. Kurzarm habe ich nämlich letztes Mal mitgenommen beim H&M. Das sind jetzt ganz normale Langarm-Bodies noch, weil wie gesagt, ist immer noch kalt. Das ist bei uns wie mit den Socken. Irgendwie gehen die immer verloren. Dann eine süße Jogginghose in Schlichtblau für zu Hause oder wenn man unterwegs ist. Gerade wenn man eine längere Fahrt in den Urlaub hat. Und dann mein absolutes Highlight. Viele werden wahrscheinlich finden, dass es für einen Jungen ist, aber wir unterscheiden da nicht Mädchen oder Junge, zumindest jetzt noch nicht in dem Alter. Und Leona liebt ja Batman. Und deswegen habe ich ihr auch ein Batman-Shirt gekauft mit Fledermäusen drauf. Und das war ein Set zusammen mit einer schlichten schwarzen Leggings, die man natürlich auch so tragen kann. Und dann noch dieses Teil, da hat man es genau umgedreht, die Leggings mit dem Batman-Motiv, genau. Und hier hat man dann die Batman-Maske. Ich finde es mega süß, ich freue mich schon. Ich glaube, das war unter Unterwäsche abgespeichert. Falls ihr das nicht finden solltet, das sollen Schlafanzüge sein. Ganz ehrlich, die schwarze Leggings kann man im Alltag tragen, genauso wie mit dem Oberteil und auch die Leggings. Ich werde es auch so anziehen, auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt mal eben schnell für morgen, für den Geburtstag, die Deko. Leona sitzt hier immer ganz oft auf den Stühlen an der Küchentheke, ne? Und guckt Tablet. Genau. Sie darf jetzt Tablet gucken, gleich gibt's Mittagessen. Und dann hat sie hier diese zwei Barbies im Ü-Ei gehabt, oder? Erst den und die, und jetzt habe ich den bekommen. Und das ist der Einhorn zum Geburtstag. Da macht Mama Süßigkeit dran, damit ich das kaputt schlage. Richtig, mein Schatz. Und was hat der Hasi? Hat er deine Arme gebrochen? Mhm. Oh, der ist krank. Wie süß, einfach mal Toilettenpapierrollen drüber. Ich habe die Deko hier unten eingelagert in einem Karton. Das ganze Set habe ich bei Amazon gekauft. Ich kann euch gerne einen Link setzen. Das ist für 8 Personen. Es werden morgen 8 Kinder kommen. Becher, dann so eine Happy Birthday-Girlande, Glitzer, Luft, wie nennt man die nochmal? Luftschlangen, Strohhalme, Servietten, richtig schön, Teller, Kerzen. Die werde ich allerdings nicht benutzen. Ich habe eine andere gekauft. Luftballons, Aufsteller und Tischdecke und so. Ja, und du bist auch schon wieder hier, ne? Luftballons, tu mal wieder rein. Wie gesagt, ich muss noch einkaufen für die Torte. Die Torte machen wir dann heute Abend oder morgen früh frisch fertig für den Geburtstag. Das war auch noch in dem Paket. Das sind so Zuckereinhörner, solche kleinen Plättchen. Die werde ich dann auf die Torte drauflegen. Dazu mache ich dann noch aus dem Fondant einen schönen Regenbogen. Das wird ganz cool. Ich habe auch noch Glitzerperlen gekauft und sowas alles. Das werdet ihr heute allerdings nicht mehr sehen, denn ich verabschiede mich hiermit. Morgen seht ihr dann die komplette Einhornparty. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.